Heute geht es weiter zum Thema Hyundai i30N. Ich wollte nochmal einen riesen Danke sagen an das Autohaus Hirsch aus Chemnitz und das Hyundai Autohaus Hirsch aus Chemnitz für die Kooperation. Jetzt ist der Wagen fertig. Noch nicht fertig, aber gleich. Ne? Gleich ist er fertig, ja. Gleich ist er fertig. Jetzt fahren wir ein Stückchen hoch. So, check. Wir waren am Überlegen, ob wir hier 26 Zoll einbauen oder doch die Verbreiterung drauf. Beides ist möglich. Das passt aber nicht. Siehst du das? Mhm. Siehst du das? Was meinst du hier? War nur Spaß. War nur Spaß. Das ist immer so, Sascha guckt immer hinter der Kamera. Soll ich wegschalten? Soll ich wegdrehen? Nein. Ich finde die Farbe richtig schön, ne? Wir müssen uns überlegen, welchen Wagen diese Farbe oder ähnliche Farbe verleihen. Ich war das ein bisschen reinigen schön. Normalerweise machen wir die Autos auch zum Videodreh sauber. Mhm. Aber meine Jungs hatten irgendwie keine Zeit. Der Kleber kann nur halten, ja, wenn die Oberfläche fettfrei ist. Also muss ich quasi vom Bild verschwinden. So. Essen ist da. Hat schon jeder gehört. Und das ist schon fest, meine Damen und Herren. Der Kleber, ja gut, eine Scheibe hält auch. Ich meine, die hält ja bei 300, ja. Wenn, jetzt nicht bei dem Hyundai, aber bei einem anderen Auto sogar 350. Das ist der gleiche Kleber, den wir hier etwas nur benutzen. So, Sascha. Jack. Immer schön dran drücken. Fertig. So schnell geht das. Guck mal hier, wieder Sicker. So etwas rausgekommen. Nehmen wir so einen kleinen Tuch und dann machen wir quasi so. Siehst du, habe ich verschmiert. Das ist gut so. Das ist ein echt geiles Zeug. Ne? Und diese Tücher zum Beispiel, ne, haben wir über die Zuschauer von unserem YouTube-Channel mitbekommen. Da hat sich einer gemeldet und hat gesagt, Welzeck, da gibt es so geile Tücher. Flitzwatz, alles weg. Angefasst. Ich wollte gucken, ob der trocken ist. Ja. War wohl nicht. Darf ich den Pulli haben? Hallo Sascha. Ist nicht trocken. Ist nicht trocken. Ich habe die Kotflügel rausgeschnitten, aber ich habe die nicht versiegelt und nicht quasi verbunden. Die Außenhaut mit der Innenkante habe ich nicht gemacht. Ich kann das nicht, deswegen, ich bin weder Karosseriebauer noch Lackierer, deswegen kann ich das nicht und habe das machen lassen. Ja. So ist das. Würde ich auch euch empfehlen. Bitte nichts selber machen, was ihr nicht könnt. Ja? Man kann das Bodykit jetzt einbauen, das werde ich machen, das kann ich, das ist gar kein Problem. Es ist auch wirklich nicht schwer. Nur die Karosseriearbeiten, versiegeln, dass alles wirklich hält und bombenfest ist, bitte nicht selber machen. Ja? Das ist lieber die Profis dran lassen. Wir haben bei dem i30N ein paar schöne Carbon-Einschießleisten gemacht. Weil ihr wisst, mir hat das bei dem i30N nicht so wirklich gefallen. Und zwar, dass man vorne so schöne Einstiegsleisten hat und hinten so Plastikdinger. Weil ich finde, so ein schönes Auto muss vorne und hinten so Einstiegsleisten haben. Und die haben wir gemacht in Vollcarbon. Ja. In dem Motorraum haben wir die Motorabdeckung gemacht in Vollcarbon. Und das ganze Kit, was ihr hier sehen könnt, kann man auch in Vollcarbon bestellen. Nicht Whitebody-Kit, Whitebody-Kit. Im Prinzip sind viele Komponenten wie die Seitenschweller, Heckdiffusor, Frontspoiler, Motorabdeckung, die Einstiegsleisten, der Dachspoiler und so weiter, einzeln bestellbar. Ja? Und
Aha. Bestellt schon einer. Der erste. Kaum habe ich das ausgesprochen. So, jetzt sind die Teile getrocknet. Es ist ein weiterer Tag. Das Gute ist, guck mal, das lag. Irgendwas lag auf dem Boden. Mhm. Ja, bevor man es noch macht, so pum, weg. Da ist zwar drunter, ja. Aber. Quasi sowas, ne? Guck mal her. Ja. Naja, manchmal muss man sich bücken, ne? Aber da fällt wirklich viel runter. Oder durch. Durch den Performance Floor und das finde ich sehr gut. Ja, das ist immer sauber. Guck mal. Aber dann so ein bisschen, ja okay, jetzt haben wir ein bisschen gearbeitet hier. Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem ist das natürlich viel, viel besser als auf den Fliesen, die wir hatten. Ja? Das kann man gar nicht vergleichen. Du bist auch, Sascha, was machen wir jetzt noch? Abmachen. Abmachen, ne? Boah, das ist hell, die Sonne scheint heute nicht so. Oh, Scheiße, gleich fest. Spaß. Spaß. So. Wenn du das dran hältst, haben wir zum Beispiel hier und hier punktuell mit Heißklebe Pistole fixiert. Mhm. Dann ist das fix. Ja, weil die Klebebänder, die halten das. Aber, guck mal hier, zum Beispiel. Ja. Ja, tschuck, tschuck, tschuck. Ja. Ja, auch falls mal so ein Klebeband nicht so hält. Ja, wenn das da rutscht. Guck mal, du ziehst hier, du ziehst da. Kann sein, dass du das minimal dann verschiebst. Ja. Hm. Hier zum Beispiel, guck mal, das geht tuck, so ab. Ja, also da bleibt nichts am Lack hängen. Und verschwindet auch gleichzeitig im Performance Floor. Dani, das war nicht so gemeint. Hier ist was drin? Nee. Nichts drin, die sind fest, bombenfest. Also ich würde sagen, die halten locker bis 120. Bitte also nicht schneller als 120 fahren. Nein, Spaß. Wir machen noch gleich einen Spoiler, Sascha, einen Frontspoiler, den Diffusor und den Kreckklappenspoiler. Machen wir noch dran. Dann fahren wir das Gerät raus und gucken, wie der steht. Und danach, ja, und danach machen wir so, das ist aber okay. Danach machen wir Sascha so, dass wir die Sunshine montieren. Dann gibt es einen Cup und, von fertigen Wagen. Und wer so Interesse an so einem Bodykit hat, Wide Body, nicht Wide Body, alles ist ab sofort verfügbar. Ne? Ja, komm, montieren wir noch einen Spoiler heute. Ach, und dann ja. Fertig. In diesem Loch? Bin. Ich auch. Guck mal, ob du am Ende von der Showstange bist. Ein bisschen nach hinten muss ich. Wo dahin? So, ja. Hier ist langsamer, zack. Fette Limette, Junge, sieht der gut aus. Blue Angel heißt er. Mein Gott, woher kommt die ganze... Ich will auch nicht. Ja, warte, bist du fertig oder was? Ja, klar. Lass mich das machen, ey. Chef ist Chef, sag ich. Ich muss ja vom Profi lernen, ne? Hab schon gesagt in dem Video, schöne Grüße an Hünder Hirsch. Hast du bestimmt schon mal gesagt. Ja, hab ich da. Danke. Ja. 2000 Jahre später. So, Schräubchen, Schräubchen, Schräubchen. Hier muss man sehr aufpassen. Guck mal hier von vorne. Hier sind so Streben, ne? Man muss die natürlich von unten in der Mitte treffen. Aha. Ne? Wenn man so schief, dann tsch, kaputt. Oh Scheiße, ist durch. Spaß. Lass das weg. Ja. Ich kann mal rausschneiden, ich kann mal rausschneiden. Chicken. Alles gut. Also eins, wie viel haben wir? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11, 12, ne? Ja. Lippchen dran. Lippchen, Pippchen, machen wir Heißklebs oder haben wir, ne? Mhm. Ich finde das auch cool bei dem Video, was wir mit dem Carbon gepostet haben, ne? Mit den beiden Spoilern. Finde ich gut, dass Leute so positiv darauf reagiert haben, ne? Ja. Wir haben da was Fehlerhaftes gezeigt. Und leider ist das manchmal so. Nicht jedes Brötchen beim Bäcker ist gleich. Bei dem letzten Video, ne? So Anfang Dezember, also nicht letzten, aber. Anfang Dezember in dem Video habe ich gesagt, ich mache Dominosteine und habe ganz viele Dominosteine bekommen. Ich mag auch Becken und Eier.
Morgen kommt LKW hier mit Becken und Eier. Schön. Aber gerade gut war. Bald machst du so gut, alles gut, Ende gut, alles gut. Meine Damen und Herren, ich muss was sagen. Olli, als Belohnung des Jahres, bekommt den Hyundai i30N für einen Monat als Firmenwagen. Auf Parkplatz. Wieso auf Parkplatz? Ja. Der hat ja Führerschein verloren. Oh nein, ausgerechnet im Dezember wollte ich dir das Auto zur Verfügung stellen. Für einen Monat inklusive Tankgeld. So ein Chef bin ich. Das würde ich ja verloren. 720 Punkte. Ich hab zwei. Da hab gedacht, der ist ja hier bei Real, bei Payback, weißt du, hier so piep, piep. Ich sag die Sammel. Die beste Ausrede ist immer, ja, ich fahre viel auch für Arbeit. Deswegen bin ich der Gefahr, für Punkte zu sammeln, ausgesetzt. Der schwarze Spoiler ist da. Wir machen was Schönes, was euch gefallen wird, aber in Carporn, in dem endgültigen Carporn, wer das errät, als Erster, was wir an dem Auto gemacht haben, was wir nicht gezeigt haben, der bekommt einen Kalender von uns, genau, umsonst. Hallo, kannst du beeilen bitte? Ich habe hier den ganzen Tag Zeit. Ja, ne, das ist eine gute Idee. Wir haben hier an dem Auto was verändert, was nicht gezeigt worden ist. Also noch nicht, sucht noch nicht, das ist nur in Capo, weil das ist noch nicht da. Wolli. Was? Ja. Der Kleber macht so Kleber. Ja, ja. Das ist eine russische Pilimini. Voll mal links hier. Warte, das können wir abmachen. Kleberband? Sicher. Guck mal, siehst du? Da ist ein Kameramann, der ist auch noch hier. Bimbo. Klebeband Sicherheitsbeauftragter. Der hört sich geil an. Ja, das sieht gut an, ne? So, fertig. Nicht quatschen. Ich finde, das sieht gut aus. Ja. Das sieht echt so aus, als hätte ich den gebaut. Ohne Scheiß. Den habe ich gebaut. Wir können auch natürlich hier unsere Carbon-Spoiler-Lippe einbauen, aber wir haben zu wenig Carbon-Teile für den i30N gebaut und wir wollten nicht länger warten, bis das fertige Ergebnis präsentiert wird. Aber man kann das ganze Bodykit in Carbon bestellen. So, ich habe mir jetzt die Punkte markiert, hier die Ecken. Ist am besten so, ja. Und dann machen wir. Erster. Ich klebe hier was rein, oder? Ist das so ist das? Kommt für Logo. Logo, ne? Logo! Na, Logo kommt ein Logo! Was wir machen, nur im Dezember. Kommt das Video im Dezember? Ja, klar. Ja, klar. Entschuldigung, ja, klar, wir haben Dezember. Sorry. Wir haben mittlerweile so viele Videos, die wir noch nicht gezeigt haben. Unser Computer ist kaputt gegangen, ne? Ja, unser Computer ist flach. Ist aber neu bestellt, aber das dauert unglaublich lange. Egal, jetzt haben wir. Ich denke mal, der kommt diese Woche, nächste Woche. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ne, bis Ende des Jahres wäre zum Beispiel. Machen wir so eine Kombi: die Frontspoiler-Lippe und die Kotflügelaufsätze bestellt in Carbon. Ja, der bezahlt nur die Frontspoiler-Lippe und die Dinger gibt es in Carbon gratis dazu. Achtung, Achtung, nur 10 Stück auf die ersten 10 Bestellungen. Ne? Also es gibt Frostball-Lippe in Carbon und die Dinger in einem Set fertig aus. Wer die Lippe bestellt, per E-Mail unter hier unten machen wir.
info@brio-design.de. Aber nur die ersten 10. Also, turbo. Boah, ich finde, das Ding sieht echt, echt gut aus. Muss das sein? Hast du gesehen? Du musst da gar nicht geschoben. Was machen wir? Willst du mit Hyundai fahren? Willst du Hyundai mitfahren? Willst du mit dem Hyundai fahren? Willst du mit dem Hyundai fahren? Die Cookie liebt Autofahren. Weißt du was? Ich will Sascha, das Auto noch. Das ist mir, das ist schön aus, das ist schön aus, gar keine Frage. Nur, mir fehlen ein paar so Aufkleber. Ich hätte ein paar Streifen gemacht, so ein bisschen, ja, ein bisschen Action. Ja? Was passiert ist bei der Montage, muss ich mal selber zugeben. Ich mache das nicht oft, ja, weil ich bin eigentlich die Geschäftsleitung, die Mitarbeiter machen das und so weiter. Aber hier bei dem Einbau habe ich Kacke gebaut. Wir korrigieren das definitiv. Ja, und zwar hier, mal guckt, komm, man muss auch weiter nichts hier. Passt nicht so gut. Das ist mir etwas verrutscht. Mhm. Aber ist nicht schlimm. Das kann man immer noch alles demontieren. Ja, verschieben wir nach vorne und dann haben wir den kleinen Fehler hier. Das ist kein Fehler von den Bauteilen, das ist quasi ein Montagefehler. Ja. Den muss ich wirklich auch. Nein. Muss ich dann wirklich auch ja, zugeben, das ist ein Fehler. Aber passiert schon mal. Ja. Ja, das ist wie bei der Autoindustrie, nicht alles ist perfekt, was die Menschen per Hand bauen. Aber wir versuchen das so perfekt wie möglich zu machen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Also ich sage, ja, Auto ist perfekt, oh, hier und wir haben das so top, top gemacht. Das ist nicht top. Mhm. Irgendwann sieht irgendeiner das Auto auf der Straße und sagt, ja, guck mal hier, haben die nicht schön gebaut. Ja. Problem war an der ganzen Geschichte, ich muss noch zu der Montage sagen, wir haben die Innenradkästen, diese Plastikverkleidung von innen, haben wir weggelassen erstmal. Dann haben wir quasi die Verbreiterung draufgeklebt, die Teile draufgeklebt. Problem ist, ohne dass es ein Plastikteil sind, zum Beispiel die Stoßstange ist sehr unstabil, weil die ja auch an der Stoßstange befestigt wird und gibt der Stoßstange einen Halt. Mhm. Ja, das ist auch so ein Ding. Wenn wir natürlich hier mal irgendwas dran drücken, weißt du, so kleben, es kann sein, dass wir das ist der Kotflügel nicht, weil der jetzt aus Metall ist oder aus Alu. Ich glaube Metall. Aber an der Stoßstange, wenn man hier dran drückt, ja, guck mal hier, die bewegt sich immer. Ja, mhm. Die ist sehr, sehr, sehr weich, die Stoßstange. Was auch gut ist wegen Unfall oder wenn man irgendwo aneckt in Parkhäusern und so weiter. Aber es passiert auch so ein Fehler. Also wirklich nur für die das selber montieren oder für die Werkstatt, die das vielleicht gucken und das montieren wollen, bitte auf sowas extrem beachten. Ja, man muss 1 mm nach vorne, weil man sieht auch, nicht nur hier, das ist 1 mm auch hier, jetzt übertrieben so, und hier. Die Teile passen so, ohne große Anpassungsarbeit, wirklich. Also das ist nicht so, dass wir jetzt, ich bin ein bisschen alt, das ist nicht so, dass wir jetzt, was weiß ich, das eine Bodykit hier so gut angepasst haben und hin und her für Videos. Stimmt nicht, nein. Wir haben nichts angepasst, wir haben das produziert, zum Lackierer abgegeben und es passt, wie es passt. Ja. Wenn nicht der kleine Montagefehler, wäre alles viel, 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 viel besser. Na, guck mal hier zum Beispiel hier. Da ist ein kleiner Spaltmaß, aber das kommt man auch nicht verhindern, weil das sind ja, ja, das ist eine Kleberkante, das ist ein Kleber, das ist normal, dass er jetzt, ich sag mal, 1 mm Spaltmaß ist, ja? Was auch nicht schlimm ist. Nee. Das ist das. So, nicht anders. Es gibt auch einen Spaltmaß hier, Spaltmaß hier, wenn man guckt, die Türgriffe sitzen auch nicht gerade, das Auto ist neu. Ja? Hier gibt es auch Spaltmasse. Ich möchte jetzt nichts schlecht machen, gar keine Dings hier, nur das sind alles Spaltmasse, die bestimmte Toleranz haben müssen. Auch bei uns. Wir machen jetzt Fahraufnahmen. Einer fährt, der andere nimmt auf. Vielleicht eine Drohne oder vielleicht ein Dings hier. Mhm. Ja, das war's. Ich möchte mich noch bedanken bei allen, die bei der Hyundai-Geschichte mitgemacht haben. Das war die Torpedo-Gruppe am Anfang. Dann gab es einen Mitarbeiterwechsel, der uns nach Chemnitz zum Hirsch Autohaus gebracht hat. Und das Projekt haben wir jetzt mit dem Autohaus Hirsch aus Chemnitz gemacht. Vielen Dank an Mario für die Unterstützung, für das Vertrauen. Auto ist fertig. Ja, jetzt kann man das bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank
für alles und bis dann. Tschüss.